Da sind wir schon. So. Ich hoffe, das passt auch so halbwegs von der Qualität. Das sieht gerade ein bisschen verschwommen noch aus. Aber naja. So, Plastic Waste wieder. Unendlich. So, ich würde sagen, wir fangen an mit Sun and Moon. Seid ihr bereit? Hier wieder einen leckeren Code. Ich weiß es halt echt nicht. So, alle Karten auch auf Englisch. 3, okay. Gut, 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 gut. Ah, bis jetzt natürlich nicht so. Ja, ja, das Set hatte ich auf jeden Fall auch schon mal geöffnet. Oh, Miraplan, Oddish. Im Reverse. Dann gehen wir, glaube ich, ins Schwert- und Schild-Base-Set rein. Das ist auch so unsatisfying. Wir nehmen alles mit. Jawohl. So. Kommt der Fokus noch klar? Ich hoffe, ihr könnt das... Ja gut, man denke ich mal, dass man das schon irgendwie halbwegs gut erkennen kann. Oh, nice. Nebulak, feiere ich. Jetzt müsste der Reverse-Slot kommen. Rihorn, auch nice. Nice, nice, nice. Und... Morpeko. Lul. Das ist eine Sternkarte. Morpeko normal. Habe ich noch nie gesehen. Dass so ein Mistvieh einen Stern hat. Weiter mit Darkness Ablazed. Tada! Ja. Rose. Ein Vanilleeis. Vanillisch. Weberak. Kenne ich nicht. Das kenne ich auch aus dem TCG Online. Das auch. Skiddy. Dedende Reverse, okay. Cutest Artwork. Und. Oh, Mug. Non-Holo. Slymog. So, 3 Packs. Die Hälfte ist geschafft. Da habe ich richtig Bock auf XY Evolution. Kartentrick gemacht? Ne, noch nicht. Ups. Die Pflanzenenergie. 2 Trainer direkt zu Beginn. Snubbull. Meltan. Auch gut. Bunnelby. Paras. Ein Reverse Bear. Hört statt 2 auf einmal eben. Ne, alles gut. Und... Non-Holo. Okay, bis jetzt. Absolute Nullgönnung. Ja. Leckeren Code. Lecker Schmecker. Ja, ja, ja. Das sieht gut aus. Pflanzenenergie. Noch ein Trainer hinterher. Enteron. Nice. Dana. Ferroseed. Mauzi. Auch mit einem sehr schnell gemachten Artwork. Ein, was ist das hier? Knete-Geodude. Alola. Grimer. Taubsi. Das sind aber dieselben Artworks wie aus dem Team-Up, also das japanische Display. Ein Trainer in Reverse. Und... Bills Analyse in Holo. Evolutions Booster rauskommt.
Da habe ich auf jeden Fall Bock. Glurak ist da ja, glaube ich, irgendwie fünfmal. Der Code natürlich für euch. Oh, nice. Nice, 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 nice. Guter Start. Finde ich. Also ich feiere das. Energy Retriever. Kokuna. Oh, das ist halt voll der Backflash. Flashback. Backflash. Genau. In die Kindheit. Oh, nice. Hornu. Haben wir schon mal durch. Okay, okay. Soweit, so gut. Ein Reverse Magma. Oh, ich habe schon kurz gedacht bei dem Roten. Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Da müsste jetzt hier auch schon die letzte Karte kommen von dem schönen Booster. Aber finde ich auf jeden Fall okay. Definitiv. Finde ich gut, finde ich gut. Und... Ist das denn ernst? GG. Hier auch wieder ein XY, Schwert und Schild. Zweimal Crimson Invasion, zweimal Sun and Moon. Der Konzi ist da. Dann kannst du losgehen hier. Da fällt schon mal die Karte raus. Ist schon mal gut befestigt. Eigentlich ist da hier noch dieses Plastikding davor. Eine Holo Zachian Promokarte. Ich mach alles auf. Gnadenlos. Wieder TCG online und dann machen wir die zwei anderen Boxen auch noch auf. Hier auch nochmal zum Bestaunen. Eine coole Minifigur. Die wirkt auch sehr zerbrechlich, muss ich sagen, an der Stelle. Ne? Ich mach's auf. Ich mache es auf. So, erstmal hier in die alten Schinken wieder rein. Sun and Moon. Crimson Invasion. Tada. Ich habe echt Bock auf XY Evolution Booster, Alter. Kann ich echt nur sagen. Schade, dass die so overpriced mittlerweile alle sind, ey. Und echt schade, dass ich so spät ins Game erst eingestiegen bin. Ah, die Karten gefallen mir bis jetzt aber schon mal gut von den Artworks. Oh, ein Glumanda. Hallo. Legen wir es mal auf Seite. Hut Hut in Reverse. Feier ich auch das Pokémon. Kann man nichts gegen sagen. Und Non-Holo. So. Hoppala. Das Glumanda reicht mir bis jetzt aber auf jeden Fall noch nicht. Da muss nochmal, ne? Muss nochmal was kommen hier. Die Boxen können uns doch nicht so hängen lassen. Oh, auch ein sehr nices Artwork. Schniebel. Ne, nicht Schniebel. Was rede ich denn da? Komme ich jetzt nicht drauf. Ein Pummeluff. Ist mein Handy wieder so heiß? Ne, es geht eigentlich. Hoppala, das ist schon der Reverse-Set hier. Und... Ui! Ui, ui, ui. Man kann eigentlich immer davon ausgehen, wenn eine Frau oder weibliche Person auf einer Full-Art-Trainerkarte abgebildet ist, dass die was wert ist. Das ist einfach Gesetz. Einfach Gesetz. Und die sieht Centering-mäßig... Ja, rechts ist ein bisschen breiter, meine ich. Der Hannes gibt mir bestimmt eine Menge dafür. Ja, ich schicke dem gleich mal ein Bild. Die Box gönnt auf jeden Fall schon mal mehr als die erstere. So, wir sind jetzt auch schon in Schild und Schwert, Base Set. Da haben wir ja auf jeden Fall auch das Lapras drinne als Big Hit. Oh, nice. Haunter. Generell bei jedem Generation 1 und 2 Pokémon freue ich mich eigentlich, dass ich das gepult habe. Aber sowas hier, Galaponitas, weiß ich nicht. Das ist irgendwie so.
Ist zwar Ponitas, aber nicht das Echte. Nicht das Allerechte. Reverse Lodge hier schon und Grove Knight. Non-Hulu. Hopsana, schon was gespoilert ein bisschen. Die Stahlenergie. Rose hat man eben auch schon dabei. Den hat man eben auch schon dabei. Visor. Pills, Toxe. Skiddy. Klingklang, Reverse. Und Galarian, genau. Das letzte Darkness Ablaced Booster. Ist auf jeden Fall happy, der Dude. Die Wasserenergie. Solrock. Alright. Ein Gelhorn. Yellhorn. Da haben wir unseren Vegimak. Tiddy Ursa. Rocket E. Ein Flamly. In Knete-Optik. Ein gestricktes. Oh, wie heißt das nochmal auf Deutsch? Komme ich jetzt nicht drauf. Reverse. Und Svana Non-Holo. So. Und jetzt hier. Jetzt muss es scheppern. Hätte ich eine Feingrammwaage, könnte ich das mal abwiegen. Aber ich meine, wenn man es eh aufmacht, ist es ja auch wieder egal, wie viel das wiegt. Oh! Nice. Nice, nice, nice. Finde ich schon mal sehr gut. Ich meine, man sieht hier aber schon das Off-Center. Okay, bei der Karte kann man es echt nur sehr schwierig sehen. Ich meine, die ist rechts ein bisschen dünner als links. So, der Code. 3 nach vorne war's. Ist das Holo? Nee, das ist kein Holo. Slowbro Spirit Link. Pokédex. Haunter. Der zweite schon. Kannst du einen haben, Konsti. Pikachu. Sehr nice. Dann kann man jetzt ein klein wenig besser erkennen, aber es ist halt gelb auf gelb. Die hat aber ein klein wenig Off-Center, aber das ist vollkommen okay, weil das ist ein Pikachu. Ja, hier sieht man das auch nochmal ein bisschen besser. Die Corner oben ist auch schon leicht angedutscht, leider. Aber das ist ja bekannt, dass XY eine sehr schlechte Print-Qualität hat. Leider, leider. Es ist eines der geilsten Sets, neben dem Base-Set natürlich. In meinen Augen. Ein Vulpix. Feuer ist schon mal gut. Eine Unlichtenergie. Hat die einen Printfehler? Sieht irgendwie komisch aus an der Seite hier. Und Ghastly Reverse. Nehme ich. Jetzt kommt die Wahrheit. Und ui. Nice. Ist keine Secret Rare, glaube ich. Nee, ist 72 von 101. Keine Secret Rare. Aber das schmeckt mir. Oder ist sie Full Art? Nee, nee. Ich meine, das ist keine Full Art. Nice.